українці, українська громада в Берліні. Сьогодні тут, в Шарлоттенбургу, відкритий різдвяний ярмарок, і він повністю проходить під нашими кольорами, синьо-жовтими кольорами. Тут є українські продукти, тут є українські смаколики. Приходьте, будь ласка, сюди, кличте своїх німецьких друзів і поясніть те, що ці янголи світла, наші дівчата, яких ви тут побачите в білому одязі, вони принесли частку того світла, яким ми пожертвували, українці, і це світло в серцях німців запалюємо ми, українці. Deutschland. Олексій Бакеєв, herzlich willkommen. Ich bin hier mit mir angekommen hier. Für Botschaften geht vielleicht Frau Bittner noch ein Hinweis, was kann denn die Stadt Berlin noch zusätzlich leisten, um Ukraine-Flüchtlingen unter die Arme zu greifen? Wir lesen in der Zeitung, dass noch 10.000 Plätze gebaut werden müssen im Flughafen und dass das sehr, sehr schwierig ist, dass die Stadt am Ende der Kapazitäten angekommen ist. Das ist eine riesengroße Leistung, die wir gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement, mit viel Mühen von Menschen, die gesagt haben, wir helfen, wir sind solidarisch. Und da hat Berlin wirklich gezeigt, wir können in der Krise zusammenstehen. Und gehen Sie in den vorbei an der Spendenpagode und fragen Sie nach, was Sie vorbeibringen können. Sie würden eine große Hilfsunterstützung leisten. Guten Abend, Charlottenburg. Guten Abend, Berlin. Добрий вечір, українці. Добрий вечір. Wiederum sind wir von den Russen gebombt. Wiederum fallen die Flugmarschkörper auf die zivile Infrastruktur und Energieinfrastruktur. Und die Ukrainer sitzen ohne Licht. Aber die Engel sind da. Danke Berlin, danke Charlottenburg. Die Slava Ukraine. Okay, ich hoffe, es explodiert nicht. So, dann wünschen wir alle miteinander eine schöne Vorweihnachtszeit, viel Glück, alles Gute und Gesundheit und Frieden für alle und besonders für die Ukraine. Alles Gute. Ich habe Wort gehalten, ich wollte viel für die Ukraine machen und wir bemühen uns das so. Vielleicht erzählt er Ihnen ein bisschen was zu dem aktuellen. Ich wollte Ihnen erstmal Vorstandsvorsitzender der Ukraine-Hilfe vorstellen, Herr Oleg Mortus. Der ist nicht so eine public person. Wir brauchen die noch mehr als vorhin und wir hoffen, dass durch diese Veranstaltung, durch Verkauf hier, wir mehr Geld akquirieren können, die wir für die Ukraine dann auch verwenden werden. Alles, was der gesamte Erlös geht dann zur Hilfe den Hilfsbedürftigen Ukrainer. Es gibt noch zwei Gastronomiestände mit ukrainischen Spezialitäten zusätzlich zu. Damit man ein bisschen, da macht man den meisten Platz, nicht? Das ja, mit Blindwien.
war, als ich das im Aufbau gesehen habe, dass ohne die Namensschilder der Städte zu beachten, dass die Zerstörung alle identisch aussehen. Also das ist praktisch fast egal, zu welcher Stadt bei der gesamten Ukraine das anzutreffen. Herr Illy, vielen Dank. Ja? Ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank. Bild laufen. Danke.